Hallo, liebe Filmfans, lange nicht gehört. Heute eine neue Kritik und jetzt nicht verwechseln lassen, weil hier das Bild von Akira Verwoerndis ist, sondern zu Fast and Furious 8. Aber ich werde nochmal auf die anderen Kritiken eingehen, auf die ich nicht eingehen konnte, weil ich ja so lange weg war. Einmal Akira Verwoerndis war ich selbstverständlich drinne, hat mir sehr gut gefallen, ein verdammt guter Thriller. Meiner Meinung nach sehr unterbewertet, hat mir sehr gut gefallen und deswegen gebe ich auch Akira Verwoerndis 9 von 10 war, fand ich echt überragend. Hat mich mega unterhalten. So, der nächste Film ist Moonlight. Den gebe ich sensationelle 10 von 10. War eigentlich zu erwarten. Ich habe ein. Ja, ist einer der 10 besten Filme, die ich je gesehen habe. Einfach großartig. Großartiges Drama. Die schauspielerische Leistung war einfach nur Wahnsinn. Packend, authentisch. Alles hat mir an dem Film gefallen. Einfach ganz klare 10 von 10. Einfach super. Ja, einfach klasse. Genau, dann kommen wir zum nächsten Film. Und das ist Silence. Silence hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Deswegen gibt es von mir 9 von 10. Silence fand ich ebenfalls sehr gut, sehr dramatisch, sehr packend. Und auch die Schauspielleistung hier wieder einfach am Limit. Einfach nur super. Besonders Liam Neeson hat mir sehr gut gefallen. Einfach ein sehr tolles Drama. Wie gesagt. Also 9 von 10. Wie gesagt, meine Bewertung ist jetzt ziemlich krass für die Filme, aber sie waren noch einfach gut. So, der nächste Film. Power Rangers, gebe ich 8 von 10. Manche werden sagen, oh Gott, wie viel, besonders wenn ihr die anderen Kritiker anschaut, aber als alter Power Rangers-Fan, meine Güte, ich hatte so einen Spaß an diesem Film. Es war einfach episch, es war episch, es war ernst zu nehmen. Und auch die Handlung war eigentlich ziemlich gut rübergebracht. Also mir hat alles an dem Film eigentlich ziemlich gut gefallen. War jetzt nicht mega überragend gut, aber er hat mich echt gepackt. Also ich war echt gefesselt teilweise. So, und jetzt zur eigentlichen Review zu Fast and Furious 8. Genau. Er ist ja von diesem Jahr natürlich. In den USA heißt er übrigens The Fate of the Furious, also ganz anders. Die deutschen Titel sind wie immer ein Stück schlechter. Dauert 136 Minuten, ist ab 12 freigegeben und der Regisseur ist Gary Gray. Ich glaube Fisker Gary Gray oder? Felix Gary Gray, okay, gut. Ja, bekannter Regisseur. Drehbuch hat Chris Morgan geschrieben. Musik von Brian Tyler, ist wie mit Power Rangers auch. Power Rangers ist auch von Brian Tyler komponiert worden. Ja, und ja, jetzt reden wir mal über den Film selbst. Vorher muss ich noch eine Sache nachschauen. Lol. Also, okay. Okay, gut. Also erstmal ist es jetzt nicht der beste Teil der Reihe. So an sich. Warum? Weil mir jetzt so die Locations und so insgesamt von den anderen Teilen besser gefallen haben. Besonders im Sima hat es mir sehr gut gefallen. Im sechsten Film hat mir es ebenfalls sehr gut gefallen. Trotzdem hat mir der 5er und der 7er etwas besser gefallen, aber um es mal zu sagen, erstmal um es gut auszudrücken, es ist meiner nach von der schauspielerischen Leistung her der beste Teil der Reihe. Die Schauspieler sind echt am Limit. Alle Schauspieler geben, was sie können. Also Vin Diesel, ich muss echt zugeben, als B-Schauspieler in dem Film, so gut habe ich ihn mir überhaupt nicht erwartet. Der Film ist echt eine Bombe. Also ich habe insgesamt den Film niemals so fett erwartet. Und Vin Diesels Leistung war einfach der Hammer. Also genauso wie auch von Jason Statham, der hat überragend gespielt. Wirklich. Also Jason Statham hat überragend gespielt, genauso wie Dwayne Johnson, der hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt, der Soundtrack ist übrigens großartig. Ja, also es gibt so viele Facetten, die ich jetzt hier aufzählen kann. Der Film hat alles. Er hat brachiale Action, die authentisch ohne Ende ist. Natürlich dauert auch die Action wieder eine Weile. Ich meine, das ist ja bei jedem Blockbuster so, aber bei Fast and Furious ist es natürlich wieder ein bisschen übertrieben und ich muss auch zugeben, vielleicht hätte man es 20 Minuten kürzer machen können. Trotzdem muss ich sagen, die Action ist phänomenal. Die Handlung ist jetzt nicht die beste, habe ich schon gesagt. Ist nicht die beste der Reihe, aber sie schaffen es, es so gut wie möglich rüberzubringen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
Wie man aus der Handlung so einen tollen Film machen kann, habe ich nicht. Also das bringt mich immer noch in Erstaunen, weil glaubt mir Leute, wenn ich den Film nochmal sehen werde, wenn ich mir kaufen werde, ich werde es nicht packen, wie gut der Film eigentlich ist, weil er ist unfassbar fesselnd. Also dir wird nie langweilig in diesem Film. Ich finde, es ist auf jeden Fall der unterhaltsamste Fast and Furious Film von allen. Das meine ich komplett ernst. Da kommt der Simon nicht, kommt der siebte Teil nicht ran, der sechste Teil nicht ran, der fünfte Teil nicht ran, der vierte auch nicht und die ganzen Oldschool-Klassiker 1 bis 3 auch nicht. Ich finde, ja, wie gesagt, ab 4 ging ja so die Blockbuster-Ära los, kann man sagen. Ja, und seitdem sind sie nun mal keine reinen Autofilme mehr, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, muss es nicht. Und ich finde, Fast and Furious 8 hat echt bewiesen, was da eigentlich noch in der Reihe so drinsteckt. Wir alle wissen, dass es jetzt nicht die beste Reihe aller Zeiten ist, aber es ist eine wahnsinnige Feier in diesem Film. So, wirklich, es gibt so viele lustige Momente. Es ist auch der lustigste Teil der Reihe. Ich muss sagen, in den Teilen davor fand ich den Humor teilweise etwas plump und etwas zu daher geredet, so ein bisschen vor Marvel geklaut, etwas immer diesen Humor, der nicht zu unter der Gürtellinie ist, aber auch irgendwie witzig. Aber hier haben sie es echt, ja, auch teilweise unter die Gürtellinie getrieben, aber es war einfach nur lustig. Also es war definitiv der lustigste Teil der Reihe. Die Autos sind mega, darüber brauchen wir nicht reden. Die Action ist natürlich brachial und sehr toll. Das mit dem U-Boot, ja, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Locations gefallen mir halt nicht so gut in dem Film. Besonders das am Ende mit, ich glaube Island war es, oder? Island und mit dem U-Boot. Oder nee, Russland war es, sorry Leute. Muss mich korrigieren, Russland. Wie kann ich bloß Russland mit Island verwechseln? Ja, auf jeden Fall, am Ende die Locations haben mir nicht so gefallen, weil sie etwas zu, ja, speziell waren. Sie waren sehr speziell. Ich finde, da war der 6er und der 5. Teil besser. Und das sieht er auch, die waren von den Locations her viel besser. Und auch von der Handlung her fand ich die anderen Teile besser. Aber ich finde einfach, so wie die ist. Also ich werde jetzt die Story nicht genau erklären. Ich denke, jeder, der sich ein bisschen informiert hat, weiß, um was es hier geht. Wie gesagt, Vin Diesel, also alias Don Toretto, wendet sich von der Familie ab. Und ja, mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Und ich muss noch was sagen: Charlize Theron, heilige Scheiße. Also, die hat hier alles gezeigt. Ja, und ich bin echt, also jetzt nicht Klamotten von da, sondern die schauspielerische Leistung natürlich. Ich habe es nicht gepackt, also vor allem, ich habe halt damals so erwartet, gut, okay, Charlize Theron verkauft sich an Fast and Furious 8. Das wird wahrscheinlich nicht so toll, vor allem weil sie dann wieder unterm Wert verkauft wird, so, aber scheiße, sie hat alles rausgeholt. Sie hat wirklich alles rausgeholt, was man aus so einem Blockbuster rausholen kann. Es gibt unfassbar emotionale Szenen, habe ich noch gar nicht gesagt. Also im Vergleich zu allen sieben Teilen davor ist dieser Teil so emotional. Also er übertrifft die gesamte Reihe. Schauspielerisch, emotional, er ist der authentischste. Er hat so die krasseste Action von allen, weil sie halt irgendwie so over the top ist, dass man irgendwann mal gar nicht mehr atmen kann vor Action. Also er ist der witzigste Teil der Reihe. Er bietet einen wahnsinnig guten Jason Statham in Form. Er bietet sehr viele Gastauftritte, die ich jetzt euch nicht, die ich euch jetzt vorenthalten möchte, die will ich euch jetzt nicht verraten, denn die sind echt krasse Schocker, aber ich muss auch sagen, er ist auch sehr brutal für eine Freigabe ab 12 ist meiner nach der Film zu brutal. Ich finde, man kann diesen Film wirklich ab 16 machen, vor allem weil er sehr viele krasse Szenen hat. Ja, wie gesagt, ich gebe dem Film sehr, sehr gute 8 von 10. Er hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Und das wär's zu meiner Kritik zu Fast and Furious 8. Wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen nach oben und abonniert den Zeus. Und dann sehen wir uns zu nächsten Kritiken wieder. Bis dann, Freunde.